Wie geht's dir damit? Was geht in dir vor? Ja gut, ich denke, über das Spiel hinweg, über die zwei Spiele jetzt, über die Saison, hat sich das die Mannschaft, der Verein einfach verdient. Es war schwer, wir hatten eine super Rückrunde, haben dann das Spiel gegen Burbach unglücklich verloren und mussten es wieder aus den Köpfen rauskriegen. Das hat die Mannschaft überragend umgesetzt. Und auch jetzt die zwei Spiele geschlossen auf dem Platz, überragende Leistung abgerufen und ja, super Leistung einfach der Mannschaft. So, kurze Bierduschenunterbrechung. Sag nochmal, wie du den wichtigen Elfmeter heute rausgeholt hast. Ja gut, ich stand ja im 16er, ich habe dann gesehen, dass der Torwart Leo ruft, dann aber doch einen relativ weiten Weg eigentlich zum Ball hatte und dann auch relativ lang gebraucht hat, bis er unten war. Und ich bin dann dazwischen gerannt oder gesprintet und dann hat er mich halt eben verwischt. War natürlich ein klarer Elfmeter dann, der dann unterm Strich wichtig war, weil ich denke gerade nach dem 1-0 vor der Halbzeit, wo wir dann auch in die Halbzeit gegangen sind und nicht wussten, was jetzt auf uns zukommt, war das, denke ich mal, ganz wichtig jetzt auch für den Verlauf des Spiels. Danach war es ja bedeutend leichter, denke ich mal, für euch das Spiel runterzuspielen. Ja, definitiv. Also man hat dann auch gemerkt, die Neureuther haben dann nicht mehr so dran geglaubt wie nach dem 1-0. Wir haben es dann mehr oder weniger runtergespielt, auch mit dem Polster aus dem Hinspiel. Und haben uns das dann über die zweite Halbzeit hinweg auch das zweite Spiel einfach verdient. Wie seid ihr in das Spiel reingegangen? Habt ihr euch vorgenommen, so zu spielen wie immer oder habt ihr diese Führung aus dem Hinspiel irgendwie zu nutzen versucht? Ja gut, ich fand, es war halt schwer natürlich. So ein 3-0 aus dem Hinspiel ist dann schon im Kopf. Man sagt dann immer, das Spiel fängt wieder bei 0-0 an, aber man kann natürlich dann nicht leugnen, dass es dann vom Anpfiff weg im Hinterkopf ist. Dann auch nach dem 1-0 haben wir gewusst, okay, die müssen jetzt noch zwei Tore schießen, dass sie es überhaupt in die Verlängerung schaffen. Es gibt dann auch ein bisschen eine Sicherheit. Ja. Der Trainer hat die Mannschaft sehr gut eingestellt. Wir waren dann von Anfang an eigentlich hoch konzentriert, dann auch den Temperaturen geschuldet, vielleicht in der ersten Halbzeit nicht ganz so spielerisch dominant, wie wir uns das vorgestellt haben, aber in der zweiten Halbzeit dann auch durch den Ausgleich war das, denke ich mal, kein Problem mehr dann. Okay, aufgestiegen. Was meinst du, was geht nächste Saison? Ja gut, ich denke, der Kader in der zweiten Mannschaft wird sich verändern. Ist ja ganz klar, jetzt auch durch die neue Liga. Als Aufsteiger hat man immer das Ziel am Anfang, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich denke, das wird das Ziel von uns aus sein. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Runde so läuft und was unterm Strich dabei rausspringt. Aber als Aufsteiger natürlich erstmal der Klassenerhalt. Dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Danke, gleichfalls.